Heise und will Konnichiwa, ja, willkommen, Kanwa, keine Ahnung, whatever. Hier ist euer Keanu mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi und ja, ich wollte mich nicht erstmal entschuldigen, dass ich mich so abrupt im letzten Part verabschieden musste, aber ich wollte unter 15:15 bleiben und das ist mir nur sehr knapp gelungen. Naja, und wieso bin ich jetzt hier in so einem komischen Bildschirm? Ja, hier könnten wir, wenn wir Bock haben, alle Kämpfe nochmal neu machen, wie wir hier so hatten. Und ja, das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier weitermachen mit dem, wo wir eigentlich waren. Und zwar hier, in diesem Son Goku vs. Freezer Video. Ja, wieso bin ich hier? Weil ich, Idiot, vergessen habe aufzunehmen. Und da kam nämlich noch eine kleine Unterhaltung am Anfang. Und ja, jetzt muss ich das halt hierüber noch einmal neu starten. Das tun wir auch direkt. Keine Sorge, ich habe nicht gekämpft. Ich habe es nur irgendwann bemerkt während des Gesprächs. Oh, da ist ja was. Naja, ja, ihr hört jetzt auch wieder hier den Spielton. Ich habe mich entschieden, in diesem Kampf keine Kastenmusik, also eigene Musik einzufügen. Saiyans never killed innocent people. That's why they died out. I wiped them out because they were irritating little monkeys. And now it's my turn to wipe you out. Me, the mighty Frieza? I wouldn't be so cocky if I were you. You can never beat me. Super Saiyan or not, you don't get the job. Nein. Das fängt ja schon sehr gut an. Ja, und ich konnte mich gerade nicht gegen wehren, da ich nicht genügend Ki zur Verfügung hatte. Und, das sieht mehr als schlecht aus. Nein. Das kann ich eigentlich schon vergessen, wenn jetzt kein Wunder kommt. Na gut, ich brauche jetzt gar nicht mehr drücken. Das, ich habe noch keinen einzigen Treffer gelandet und Freezer macht mich sowas von rund gerade. So, wow. Wenigstens kein Perfect, falls er gewinnen sollte. Ah, trifft es? Und wenn er, wie viel Schaden macht? Ja gut, es trifft auf jeden Fall, aber wie viel Schaden macht's? Ich habe Angst, dass Freezer jetzt auf einmal auf die Idee kommt, eine Special-Attacke zu machen. Deshalb versuche ich mich jetzt so schnell wie möglich aufzuladen. Ja. Und? Ich muss weiter versuchen, auf Kamehameha zu setzen, wenn ich die jetzt noch aufholen will. Also tut mir das jetzt mal etwas leid, wie ich jetzt spiele. Gut, er fängt an, mittlerweile Schaden zu nehmen. Entschuldigt, dass ich gerade so wenig sage, aber ich versuche hier noch zu überleben. Und das sieht sehr gut aus. Minutes is more than enough. I'll just be doing the same on the spaceship with my friends.
sorry to break it, but I believe my chances of survival are far greater than yours right now. Oh Gott. The wait is over. I'm at full power, just as you asked. Was? Wie zum Geier? Soll ich da denn jetzt noch gewinnen? That was just a warm-up for the ultimate attack I'm about to unleash. I sure hope so. If this was your full power, it'd be a total letdown. Quit laughing. All good stuff. Let me give you some praise before you die. Excellent. You're amazingly strong, Super Saiyan. The strongest in the universe. Besides you, of course. Boah, jetzt muss ich aber auf solche Attacken setzen. Boah, Alter, schaut euch mal meine Lebens-, meine HP an. Ich muss jetzt richtig auf die Feigling-Taktik greifen. Ansonsten verliere ich den Kampf sogar noch. Also entschuldigt jetzt, aber... Well, either way, you'll die in 2 minutes. Good. Look who's talking. You detested Saiyans. You called them monkeys. And now you're going to be killed by them. I'd never lose to a monkey. Like Saiyan monkey. I don't have time to play around. You still not learned your lesson. What's wrong? Give it up. What? You're quitting? Why? You're putting too much strain on your body. You're getting weaker every second. I'm starting to think there's no point in fighting you anymore. I'm satisfied, and your pride's already in shreds. Because no one in this world should have been able to surpass you, and somebody showed up and did it. And that guy was a mere Saiyan. You're scared of me now. There's no point in defeating you. Take that reality and live with it. Quietly. I'm going back to Earth. If I go now, I'll just be able to make it. Give up your evil ways, Frieza. And for your sake, I hope we never meet again. Don't be ridiculous! I'm the mightiest in the universe! I'm Frieza, the Emperor of Space! Now die by my hand, monkey! So long, Saiyan! You monster! You fool! Ich bin mit dem Kampf mehr als unzufrieden. Aber anders hätte ich es nicht mehr schaffen können. Ich musste also auf Energiegespamme zurückgreifen. Naja, was soll's. Das passiert, das muss man einfach hinnehmen. Frieza ist tot. Doch vor Son Goku gibt es immer noch keine Schonfrist. Son Goku erreicht Freezas Raumschiff, doch es wird von dem Rissen des zusammenbrechenden Planeten verschlungen. Da er nichts weiter tun kann, wird Son Goku bei der Explosion von Namek ausgelöscht.
Jetzt, da Namek zerstört ist, scheinen Son Goku und Krillin nicht wiederbelebt werden zu können. Vegeta meint jedoch, dass sie wiederbelebt werden können, wenn ihre Geister zurück zur Erde gebracht werden. Um das kurz zu erklären, man wird nur da wiederbelebt, wo man gestorben ist, und da Namek nicht mehr da wäre, würden die beiden im Weltraum wiederbelebt und sofort wieder sterben. Deshalb sagt das Vegeta. Bulma und die anderen bitten Polunga, Son Goku und Kuririns Geister zur Erde zu schicken. Sie erfahren, dass das nicht möglich ist, dass Son Goku noch lebt. Sie sind froh über diese Nachricht. Und Polunga sagt ihnen, dass Son Goku bald von selbst zurückkehren wird. Kuririn und Yamshu werden wiederbelebt. Und 130 Tage später werden auch Shaozu und Tenshinhan zurückgebracht. Die Namekianer ziehen auf einen anderen Planeten. Unmittelbar danach genießt die Erde Frieden. Jedoch... Etwa ein Jahr später... spüren Son Gohan und die anderen, dass sich zwei gewaltige Kis nähern. Auch wenn es kaum zu glauben ist, ist eines davon das gleiche wie Freezers, der eigentlich tot ist. Die Krieger versammeln sich, um der Sache auf den Grund zu gehen. Okay, es geht nicht mehr weiter, Gott. Ich wäre jetzt gerne auf der Karte. Sehr, sehr gerne sogar. Dann würde ich den Part nämlich schon vorzeitig beenden. Yay, ich bin sogar auf der Karte. Gut, dann holen wir uns jetzt wie üblich erstmal den Dragon Ball ab, der da vorne irgendwo liegt. Und dann wird der Part schon etwas früher beendet, weil ich denke nicht, dass ich jetzt noch lohnen würde, in die nächste Story reinzugehen. Das hier ist die Weltkampfarena. Verarscht. Aber sowas von verarscht. Das ist so gemein. Den Hero Mode, den habe ich ja mittlerweile fertig. Kann ich auch nur noch in der Weltkampfarena leveln. Das ist so blöd. Naja, da drüben müssen wir hin, aber da will ich jetzt noch, wie gesagt, nicht hin. Denn ich werde den Part dann an der Stelle beenden. Wir haben die Freezer-Saga somit abgeschlossen. Und ja. Beziehungsweise die Namek-Saga. Ich nenne es eher die Namek statt die Freezer-Saga. Weil sich ja alles auf Namek abspielt. Müsste man das hier, das Ende des Spiels ja die Erden-Saga nennen. Egal. Naja, das war ja Keanu mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.